Das Basisregister befindet sich auf der CPU. Wie man mit Hilfe dieses Registers dazu kommt, mehrere Programme gleichzeitig im Hauptspeicher zu halten, klären wir in den folgenden Minuten. Unsere bisherige Sichtweise auf die Abarbeitung eines Programms ist folgendermaßen: Ein neues Programm wird in den Hauptspeicher geladen, der Befehlszähler wird mit 0 initialisiert und der erste Befehl kann aus dem Hauptspeicher geholt und in das Befehlsregister geschrieben werden. Es wird also immer davon ausgegangen, dass ein Programm ab Speicherstelle 0 im Hauptspeicher steht und der erste Befehl dementsprechend in Speicherzelle 0 gefunden werden kann. Sobald aber jetzt ein zweites Programm in den Hauptspeicher kommt, ist dieses nicht mehr möglich. Für das zweite Programm muss der erste Befehl also in einer anderen Speicherstelle stehen. Und genau hier kommt das Base-Register ins Spiel. Da auf einer ganz einfachen CPU auch nur ein Programm zurzeit ausgeführt werden kann, wird nun dafür gesorgt, dass im Base-Register immer genau die Adresse der Speicherstelle steht, in der der erste Befehl des laufenden Programms zu finden ist. Startet jetzt Programm B, so wird der Befehlszähler auch mit der 0 initialisiert. Im Steuerwerk wird aber dafür gesorgt, dass die 0 aus dem Befehlszähler mit der 1000 aus dem Base-Register addiert wird. Und das Ergebnis dieser Addition wird dann auf den Adressbus gelegt und somit wird der erste Befehl von Prozess B geholt. Nachdem der erste Befehl ausgeführt wurde und der Befehlszähler um 1 erhöht wurde, wird der zweite Befehl von Prozess B geholt und auch hier wird die Addition zwischen Befehlszähler und Base-Register ausgeführt. Bei der Ausführung dieses zweiten Befehls muss dann ein weiteres Mal das Basisregister benutzt werden. Dieser Befehl hat den Operanden 15, der eine Speicherzelle im Hauptspeicher anspricht. Auch zu dieser 15 muss das Base-Register hinzuaddiert werden, damit die richtige Speicherzelle für Prozess B angesprochen wird. Somit können durch den Einsatz des Basisregisters prinzipiell beliebig viele Programme im Hauptspeicher abgelegt werden. Durch die Addition der Operanden oder des Befehlszählers mit dem Basisregister kann das Programm ausgeführt werden, so als ob es wie gewohnt ab Speicherstelle 0 im Hauptspeicher beginnen würde, auch wenn es, wie hier im Beispiel für Prozess B gezeigt, an einer ganz anderen Stelle beginnt.